Ni hao. Ich heiße Levis, bin 26 Jahre alt und studiere Wirtschaftsinformatik an der Uni Wien. Der Unicampus ist für mich wichtig, weil ich zurzeit einen Chinesischkurs hier besuche am Spracheninstitut. Ich bin hier in Österreich geboren und habe damals einen Chinesischkurs besucht, jeden Sonntag als Kind. Und leider ist nicht mehr viel hängen geblieben. Also ich bin schon aufgewachsen mit der Sprache. Leider habe ich halt die Schrift nicht gelernt, außer in dem Kurs eben. Und das ist jetzt ein bisschen schwierig für mich, die ganzen Zeichen zu lernen. Aber ich glaube, das wird ganz gut gehen. Bei meinem letzten Urlaub in China habe ich bemerkt, dass ich sehr gerne wieder Chinesisch lernen möchte. Ich habe eine sehr enge Verbindung mit der Familie und ich möchte auch nicht die Sprache vergessen und möchte es eben auffrischen, auch für die Zukunft, dass ich vielleicht arbeiten kann in China. Also ich weiß noch einiges über meine Großeltern, die sind im Süden Chinas aufgewachsen und ich habe jetzt auch noch Verwandte dort. Zwischen der österreichischen und der chinesischen Kultur gibt es sehr viele Unterschiede, zum Beispiel der respektvolle Umgang und die Freundlichkeit der Chinesen. Und in der österreichischen Kultur mag ich gern die Lockerheit der Menschen. Ja. In diesem Sinne kann ich hier am Institut die chinesische Kultur wiederfinden. Zaijian!